Hallo und einen schönen guten Morgen, hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal das zeigen. Ich habe mal was ausprobiert, finde ich sehr schön. Das sieht so aus, als wenn wir Socken im Socken haben. Und habe dann hier, wie gesagt, das Wellenmuster gestrickt. Das kennt ihr, das findet ihr auch auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, wenn wir eine Reihe mit Löchern stricken, müssen wir immer eine Runde rechts darüber stricken, so als wenn ihr beim normalen Stricken die Arbeit wendet und die Maschen von links strickt, stricken wir hier eine Masche rechter Maschen drüber, eine einmal rundherum rechter Maschen drüber, ja? Also ihr strickt hier dieses Muster und dann noch einmal eine rechte Reihe drüber, wenn es nicht so wie hier linke angegeben sind. So, und dann sieht das so aus, als wenn dieser Strumpf in diesem Strumpf drin steckt. Das fand ich ganz schön. Mal was anderes. Ja, durch die linke Masche hebt sich das so ein Stückchen weit drüber und das fand ich eigentlich sehr nett. Deswegen wollte ich euch auch diesen Strumpf mal zeigen. Hier unten habe ich noch ein kleines Lochmuster reingemacht, was das Ganze noch so ein bisschen aufpeppt und so sieht der Strumpf dann halt aus. So, hier kann man es nochmal sehen im Ganzen, wie der so ein Strumpf dann aussieht. So, und ich zeige euch aber jetzt noch mal kurz, wie dieses Wellenmuster geht. Ich zeige es aber hier an einem geraden Stück. Für euch ist das ganz einfach, wenn ihr das, ob ihr jetzt im Kreis strickt oder gerade. Also ist der einzige Unterschied, dass wir nachher die Arbeit drehen und hier linke Maschen stricken. Und beim Rundstricken mit Lochmuster stricken wir hier einmal rechts drüber. Okay? Ich zeige aber jetzt nur mal das Muster. Das findet ihr aber auch auf meinem Kanal. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Wellenmuster. Ganz einfach zu stricken. Die Maschenzahl ist teilbar durch 19. Also für große Socken besser geeignet als für solche kleinen. Ich habe festgestellt, ich habe nur ein Muster draufgekriegt und hier hinten noch so ein halbes. Das fand ich jetzt nicht wirklich so schön. Ich hätte es vielleicht kleiner machen müssen, aber naja, gut. Man probiert ja auch was aus. So, ich zeige euch jetzt, wie wir dieses Wellenmuster stricken. Also, ihr habt jetzt eure vier Nadeln und fangt an. So, durch 19 teilbar. Wir stechen hier ein. Ja, einmal, zweimal, dreimal. Ihr habt natürlich vielleicht schon kleines Bündchen gestrickt oder was, aber das spielt ja jetzt hier keine Rolle. Ich will euch ja nur das Muster zeigen. Jetzt gehen wir her, stricken eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Und dann stricken wir wieder dreimal zwei Maschen zusammen. So, ja. So. So, und die restlichen Maschen stricken wir dann wieder rechts. So. Ich wende jetzt die Arbeit und stricke von der anderen Seite links. Und ihr strickt eine Reihe rechts darüber. Weil ich wollte das jetzt nicht unbedingt nochmal da in den Runden zeigen, weil das ist im Grunde genommen für euch ja jetzt hier, das wäre jetzt eure rechte Reihe, die ihr jetzt über dieses Muster strickt. Ja, so. Und schon habt ihr im Grunde genommen die erste Welle schon fertig. So. Man sieht es immer schöner, wenn es so gestrickt ist, als wenn es jetzt im Kreis gestrickt wird. Deswegen zeige ich es auch so. Ja, so und dann fangt ihr die nächste Reihe an, wenn ihr ein Wellenmuster habt. So, jetzt stricken wir wieder drei zusammen. Eins, die drei bleiben immer. Zwei, drei. Allerdings nehmen wir jetzt sechs Maschen auf. Eins, eine stricken, eins, eine stricken, eins, eine stricken, haben wir drei, vier,
5, 6. Ja, und dann wieder unsere drei Maschen rechts zusammenstricken. Ja, so. Und so sieht das Muster nachher aus, oder? Und jetzt wieder von der anderen Seite natürlich dann. Ihr habt jetzt die rechten Maschen und ich habe die linken. Und so sieht das nachher aus, wenn es dann fertig ist, ja? Natürlich bei mir jetzt so. Das könnt ihr hier auch ganz schön sehen. So, und habt ihr diesen Bogen da drin. Das seht ihr bei mir hier jetzt ganz schön hier mit diesem Bogen. An der Seite dann hier auch nochmal den Bogen. Und das geht dann in der Mitte so ein Stückchen runter. So, das war eigentlich schon alles. Aber wenn ihr mehr über dieses Muster erfahren möchtet, dann guckt beim Balbier nach. Da gibt es irgendwo, habe ich da ein schönes Video mit diesem Wellenmuster auf jeden Fall drin. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem kleinen Video. Sollten da noch Fragen zu sein, weil ich das jetzt so kurz gezeigt habe und nicht auf Rundstricknadeln, dann zeige ich es auch gerne nochmal anders. Aber ich denke mir, wenn man einmal weiß, wie dieses Muster gestrickt wird, dann kommt der Rest, wer meine Videos schaut, der weiß dann, dass der Rest von ganz alleine kommt. Ob ich ein Anfänger, würde ich sagen, ist ein bisschen schwierig, wenn man das denn umsetzen sollte. Aber für Fortgeschrittene oder welche, die schon ein bisschen Ahnung haben vom Stricken, finde ich, dann geht das schon. Ne? Wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und wenn hier noch Fragen zu sind, weil ich das diesmal ganz kurz gefasst habe, dürft ihr mich gerne fragen. Ja? Bis dann, eure Ute.